Hello, welcome. Wir haben 20 Kisten, die wir wieder öffnen werden. In der letzten Folge haben wir tatsächlich ziemlich gut gepult. Leaked. Keine Sorge. Nicht leaked. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ne? Ich bin gespannt. In der letzten Folge, wie gesagt, ein Redskin, zwei Pinkskins, ein Pinkskin, sogar Star Trek. Leider nicht die AK, sondern die Short Off. Und witzigerweise haben wir sie back-to-back gezogen. Oh Gott, klingelt. Ja, da kommt mein Essen schon ein bisschen früher als erwartet. Aber okay, es ist noch Zeit, um eine Kiste aufzumachen. Hier oben im Penthouse, da brauchen sie lange hin. Oh, Purple. Ah komm, eine Kiste geht noch, bevor sie vor der Tür stehen, ganz klar. Essen wird gleich kalt, keine Sorge. Hier nochmal, komm, ich hole mir Gloves ab, dann kann ich mit besserem Gewissen da erstmal zahlen gehen. Okay, dann nicht. Alrighty. So, jetzt steht das Essen da. Ich rieche es und ich möchte es natürlich auch zu mir nehmen. Deswegen einmal komm, ganz fixi Foxy ein paar Gloves ziehen, damit wir damit durch sind. Weißt du, ich kann mit der Kiste abhaken, ich bin da mit der Aufnahme durch. So, ist doch super. Wir haben dann 40 Kisten gekauft. Ein Redskin, zwei Pinkskins, vielleicht sogar drei Pinkskins oder zwei Redskins und Gold. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Eine. Aber man darf ja wohl noch träumen, oder? Würde ich sagen. Ich bin der Meinung, das ist okay. Das ist nichts. Ich meine, wie geil wäre das denn? 40 Kisten gekauft. Ein Red. Oh, aber die USP. Ein Redskin, gute Pinkskins und dann noch Gold. Ich meine, wir sind ja auch schon wieder in dem einigen hunderten Bereich. Keine Ahnung, wie hoch wir sind, aber ein bisschen haben wir auf dem Tacho. There it is! Ich guck nicht hin! Ich guck noch nicht hin! Ich guck nicht hin! Okay, come on! Ich guck nicht hin, 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 ich guck nicht hin. Da sind sie. Es sind sie! Okay, was sind das für welche? Please! Egal welche, Minimalware oder FN. Die sehen gut aus. Na. I don't fucking know. Nein, es ist viel tested. Es ist immer viel tested. Ich ziehe nie Gloves in guter Condition. Sie sind wieder viel tested. Aber wir haben Gloves. What the fuck? What? 300 Tacos? Ich meine, die sehen gut aus. Aber, oh mein Gott, wie teuer werden die denn bitte in Minimal Wear? Ich meine, die sind halt nicht knapp an Minimum Wear, deswegen alles entspannt. But Bro, Sport Gloves, Scarlet, Sham. Okay, lassen wir das. Okay, wir haben die Gloves. In diesen 40 Kisten habe ich mindestens einen Redskin. Weiß man nicht, vielleicht kommt da noch was. Mindestens zwei Pinkskins, eine davon Star Trek. Und mindestens einmal die Gloves. Und zwar gute Gloves. Ich bin mehr als zufrieden. Die Recall Case haben wir beendet. Wieder eine Kiste, die wir abgehakt haben. Damn, was sind das für Banger 40 Kisten gewesen, die ich gekauft habe? Die liegen hier auch schon wieder seit 2 oder 3 Tagen in meinem Inventory. Sehr gut, da war nochmal die AWP, habe ich genau gesehen. Okay, da kommt wirklich. Ich hätte es. Okay. Das kannst du doch niemandem erzählen, oder? Was für ein Aufnahmetag, was jedenfalls das Case über den Gedöns angeht, ey. Uff. Also jetzt noch die USP? Dann weiß ich auch nicht weiter, du. Ah, sehr, sehr geil. Da sind die Gloves. Da sind sie. Und zwar gute Gloves. I'm happy. Meine Güte, ey. Sorry, ich muss mir die halt noch ein paar Mal angucken. Ey, ich finde die auch ganz cool. Die passen gut zu so Redline. Maybe auch zum Autotronic. Ich habe ein neues Autotronic Knife. Ein Karambit. Vielleicht passen die dazu auch ganz gut. Müsste man mal gucken. So, wenn man die jetzt anguckt und hier ist das Autotronic. Kann man machen, oder? I think. Hm, sehr gut. Okay, damit haben wir die Recall Case durch. Ich bin sehr gespannt, wer von euch nah dran war oder sogar direkt die Kiste genannt hat, in der wir Gold gezogen haben. Denn es ist ja so, eure Kommentare sind meistens immer unter den 400 und wir sind auch noch unter 400 Kisten. Das heißt, es könnte gut sein,
dass jemand recht hatte. Ja, also dass jemand punktgenau gelandet ist. Das wäre sick. Kann man nicht anders sagen. Okay, letzten drei Cases. Ja, die Bonus-Cases, nachdem wir Gloves gezogen haben. Die sind noch am Start. Bisher alles leider eher meh. Aber ich glaube, beschweren können wir uns auf gar keinen Fall. 40 Kisten, ein Red, einmal Gold, zwei Pink Skins und ein Happy Dadosh. Ja, mit 300 Euro Gloves. Mit einer, keine Ahnung, 25 Euro AWP, mit einem 15 Euro AK. Da sehe ich uns. Okay, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal. Ja, irgendwann geht's wieder in den grünen Bereich. Ja, die ganzen Leute, die kein Interesse mehr haben, sind langsam hoffentlich alle weg. Für die anderen, die sich noch nicht sicher sind, ihr dürft natürlich auch wieder deabonnieren. Deswegen wäre es natürlich cool, wenn ihr abonniert. Und außerdem, nächste Folge dann neue Case. Welche? I don't know. Ich werde jetzt erstmal essen. Und das war's mit den Recoil Cases. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten CS:GO Case Opening Video. Danke. Tschüss.